Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in Wulong Fallen Dynasty. Wir sind in der dritten Hauptmission angekommen. Und ich hoffe sehr, falls ihr die letzte Folge verfolgt habt, dass ich die technischen Probleme oder dass das Spiel die technischen Probleme in den Griff bekommen hat. Ich habe ein kleines bisschen an OBS rumgeschraubt, damit das hoffentlich jetzt mit der Performance ein bisschen besser läuft. Drückt die Daumen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. We Hast du can get irgendwas to zu the sagen? secret Ja. path from the cliff over there. Please follow me. Oh, hi. Oh, kämpfst du jetzt an meiner Seite? Sehr schön. How did you find that out? Was mit dir? The chi there is being distorted by something evil. Hä? Ey, Alter. Warte, 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 warte. Lass mal erstmal gucken, was hier so ist. A distorted flow of chi, you say. Ah, zwei KI-Kollegen wieder dabei, das finde ich toll. Bin ja auch mal gespannt. Ich kann verraten, ich habe gerade eben noch vor diesem Dreh habe ich noch eine Folge des Einsteigerguides von Elden Ring gedreht und habe entsprechend jetzt halt noch das Muscle Memory, was das Tastenlayout angeht, von Elden Ring im Kopf. Ich bin gespannt, ob mir das jetzt hier gleich das Genick brechen wird. Hey, die Schmiedin! Das finde ich sehr nett. Oh, und eine Standarte. Wir müssen wieder einige finden. 13 Stück. Was kann ich dann mittlerweile? Ein neues Schlachtfeld ist nun verfügbar. Okay. Also, Dorf des Unheils, da gibt es nichts Neues. Hier das Hauptschlachtfeld, da sind wir gerade. Aber da unten gibt es noch eine Nebenquest. Die machen wir dann bei Zeiten. Hier wurde ich herausgeschmissen, noch bevor ich die letzte Standarte erledigen konnte. Und andere haben wir bislang immer noch nur die Grundausbildung. Okay. Ich habe allerdings jede Menge... Key dabei für ein Level Up, sogar fast zwei. Was? Noch mehr Schleichen? Ja. Und ich brauche einen neuen Zauber. Ich habe mich hier ein bisschen umgeguckt und brauche den hier. Schaut mal. Belegt dich und nahe Verbündete mit einem Erholungseffekt, durch den ihr Gesundheit wiederherstellt, wenn ihr Gegnern Schaden zufügt. Bitte? Unbedingt? Wie geht's hier weiter? Deine Nahkampfwaffe verursacht für eine gewisse Zeit Blitzschaden. Aha. Schleudert deinen Blitzschlag nach vorn. Das sieht aber lustig aus. Nein. Aber den lege ich jetzt mal fest. Und zwar, der kommt hier drauf. Lebenskraft absorbieren. Sehr cool. Mal sehen, wie mächtig dieser Effekt ist. Wenn es immer nur so ein kleines Fitzelchen ist, das ich zurückbekomme. Aber hey, immerhin, ne? Alt, die Schmiedin, die habe ich ganz vergessen. Hey! Hi! Yeah! Ich durfte ja jetzt genug Level 2. I'm a blacksmith. Name's Jusha. Jusha. My aim's to become a master blacksmith. And so I travel the land, honing my craft. Wieso? And what business does such a beauty have with a humble smithy like myself? Wieso stellt die sich so vor, wie als ob ich sie noch nie gesehen hätte? Why, as it happens, I'd been thinking of settling down somewhere a little calmer. Thank you kindly for the offer. Once I'm finished up here, I'll make my way there. Hub incoming? Hey, another day, another copper. If there's anything you need, let me know. So, jetzt hier. Oh, ich habe 8 Rang 2 Stähler. Sehr gut. Also, verbessern. Bam. Jetzt brauche ich Rang 3 Stahl. Wer hätte es gedacht? Dann jetzt noch mal einen Bogen vielleicht? Ja, gerne. Super, sehr gut. Oh, die Rüstungen, die habe ich das letzte Mal vergessen. Rüstung. Soll ich die einfach mal behalten und gucken, ob ich, wenn ich die jetzt aufrüste, ob das sinnvoll ist? Eigentlich sollte man das mal tun, ne? Das einfach mal probieren. Oh. Ach so, die kann man gar nicht upgraden. Wozu brauche ich dann das Leder? Verkaufen, entfernen, sperren, filtern, zum Lager schicken. Verbessern. Also so wie hier. Jetzt Verbesserung. Hä? Ich war doch gerade in dem Menü.
verstehe nicht. Ja, verbessern. Kostet 7000. Das ist nicht günstig. Aber wozu sollte ich das Geld sonst mit mir rumschleppen? Ich kann auch jetzt gleich wieder jede Menge Waffen verkaufen. Also so problematisch ist das nicht. Und ich habe immer noch jede Menge übrig. So, ich konnte mein komplettes Rüstungsset auf Stufe 2 bringen. Yes. Nice. Verkaufen. Ich räume jetzt mal ein bisschen das Inventar auf. Ja. Und die Rüstungen. Da kommt man wieder zu Geld. Ich kann doch bestimmt auch alles verkaufen, alles zusätzlich funktioniert. Nee. Oder so. Es geht natürlich ein bisschen schneller. Nur erstmal testen. Doch, das hat funktioniert. Oder? Seems like. Was mit denen? Ach, das ist die Vorbestellerrüstung. Die darf ich nicht verkaufen. Skandalös. Muss ich die halt immer mit mir rumschleppen. Ist okay. Kaufen. Da habe ich ja auch schon mal geguckt. Das sind alles so die Standardausrüstungen. Also ich bleibe jetzt einfach mal bei meinem Waffenset. Und dass ich jetzt konsequent weiter ausbauen werde, um zu gucken, ob das sinnvoll ist. Statt ständig die Waffe zu wechseln. Aber jetzt genug der Theorie, ne? Ab in den Kampf. Hat man eigentlich immer ein bis zwei Kollegen dabei? Interessant. Kopftuch des Banditen der gelben Turbane. Ich werfe immer nur wieder mal einen Blick nach links auf mein OBS, um zu gucken, ob da alles gerade läuft. Wow, da oben. Wow, ich hab den Pfeil abgeblockt. Lebt er immer noch? Ich wollte mal kurz mal die Waffe wechseln. Hab ich Pfeile wieder? Nein, ich hätte Pfeile kaufen sollen bei ihr. Ach! Hier. Wurfmesser. Die drei, die ich gerade gebraucht habe. Oh, Sprung. Da vorne ist eine Standarte. Sehr schön. Pfeile. Ha. Danke. Seltenes Gut. Sorry. Not sorry. Rang 2 Leder. Oh, sind die zu zweit? Nee. Wow! Da oben. Ey, auf diese Magier muss man so höllisch aufpassen. Get cornered. Wow. Ja,
Ja, ganz so rund läuft es aber auch im Spiel nicht. Das hat jetzt gerade nichts mit dem OBS zu tun. Und auch diese Blitze an den Charakteren sind dem Spiel geschuldet. Schon wieder so viele Möglichkeiten. Rechts runter oder links hoch? Riskieren wir erstmal einen Blick nach da unten. Feuerkessel? Das ist neu. Könnte eine Brandbombe sein oder sowas. Oh. Kavalleriewurfspeer. Nein. Hier, Feuerkessel. Flüssiges Öl, das lichterloh brennt. Wirft dies, um brennbare Flüssigkeit zu verbreiten. Ja, wer hätte es gedacht? Genau. Dann haben wir hier noch Kopftuch des Banditen. Deutlich schlechter als mein Plus-2-Helm. There looks to have been especially fierce fighting here. This is their front line of defense. If we're not careful here, things could turn ugly. Ja. Der spricht ein großes Wort gelassen aus. Das ist der Hintereingang. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt quasi da unten, ob das so eine optionale Nebensache ist, ne? Mit diesem großen, überlebensgroßen Drachen. Why not? Komm. Ja, so überlebensgroß ist er gar nicht. Hey. Ja, ich habe zu spät gesehen, dass mein Kollege erwischt worden ist. Und... Aber das geht. Der Drache ist machbar. Er ist Gott sei Dank alleine. Ich habe schon gedacht, dass jetzt davon irgendwo noch Bogenschützen um die Ecke biegen. Das wäre echt ärgerlich. Und man muss nur an dem Zauberer vorbei. Alle anderen... werden nicht getriggert. Gut, Rache. Jetzt wurde was getriggert. Komm da runter. Oh, jetzt spammt er das, weil er da oben festhängt. Na, das ist jetzt nicht cool. KI-Schleife. Ha
Ich bin nicht zu meinem Kollegen rübergekommen. Ja, aber das war jetzt einfach nur auch blöd, wenn der in seiner KI-Schleife drin hängt und einfach diese Blitze spammt, wo man nicht rankommt. Alles klar, aller guten Dinge sind drei. So. Jetzt konnte ich gar keine Rache üben. Schade, dass diese rote Attacke nicht funktioniert hat. Junge, jetzt. Nicht schon wieder da oben. Er ist schlimmer als vermutet. Und mich hat gerade einfach dieser Zombie da nervös gemacht, der da links stand, dass er mir nicht irgendwie noch in den Rücken fällt. Der arme Typ, ey. Jetzt ist er. Das dauert so lang. Und die Blitze, die... Oh. Yes! Zurückgeschleudert. Ich war nicht ganz geheilt. Insofern wundert es mich jetzt nicht, dass ich getötet worden bin, aber dieser rote Angriff, der ist sehr mächtig. Also mein Kumpel, der hält ja echt nicht viel aus. Und dass hier auch noch diese beiden Burschen da, das... Der hat wirklich mal keine meiner Paraden hat der akzeptieren wollen. Ey, wir werden die gesamte Episode nur mit diesen Drachen verbringen. Yeah. Und wir rennen jetzt mal durch vielleicht. Es war klar, aber ich wollte es wissen. Wenn er halt immer diese Dinger spammt, kannst du halt auch nichts machen, ne?
Oh, komm. Eine nach dem anderen. Machst du auch noch was anderes? Nicht gut designt. Muss ich jetzt mal erwähnen. Dass es 10-mal hintereinander machen kann und will. Okay, Live-Experiment. Ich habe jetzt OBS komplett umgestellt von Grafikkarten-Rendering auf Prozessor-Rendering. Mal sehen, ob das jetzt besser ist. Und weil gerade eben ist er wieder komplett abgestürzt. Und Spoiler, ich habe den Kampf nicht gewonnen. Deswegen. Also da muss ich sagen, das ist... Na, da merkt man den Unterschied zu From-Software-Bossen. Die machen so einen Mist nicht. Und das bringt mich dann auch komplett immer aus dem Konzept. Das ist, eine schöne Lektion in Sachen, wo ist gutes Game Design und wo ist überragendes Game Design. Würde mich auch gerne mal eure Meinung dazu interessieren. Weil bisher hatte ich den Eindruck, dass die Bosse und Minibosse ja durchaus nett gemacht sind. Also vor allen Dingen die Hauptbosse, die haben mir bislang sehr gut gefallen. Aber das Vieh hier ist jetzt gerade einfach... Besser spät als nie, habe ich gelernt, dass wenn er den Blitzangriff macht, schnell unter ihn, dann kann man ihn gut nach hinten oder unter ihn gelangen und dann bestrafen mit ein paar Schlägen. Aber ich hatte auch Glück jetzt mit der Parade, weil das haut halt einfach richtig böse rein. Aber ich bleibe bei meinem Urteil. Die Drachen, wenn die nochmal kommen sollten, da werde ich mich nicht drauf freuen. Okay. Victory is in sight. Ich habe noch lange kein Level up. Oh. Aber eventuell habe ich die richtige Einstellung für OBS gefunden. Das ist wenigstens auch etwas, was der Kampf hier, dieser Bosskampf, mit sich gebracht hat. Vielleicht Positives. Oh, die Zombies bleiben auch tot? Und jetzt komme ich hier raus, wo ich da oben gewesen wäre, ne?
Ich habe nur generell Performance-Probleme hier. Im Spiel aber auch. Wrecked. Ja, das ist schon, also ich hab's schon mal erwähnt, aber ich finde das total gut gemacht. Wenn man das tut, was das Spiel von einem will, dann wird es auch einfach schön wuchtig animiert und belohnt. Immer ein super Gefühl, eine erfolgreiche Parade hingelegt zu haben. Das ist so wichtig bei einem Spiel dieser Art. Und das hat Team Ninja hier echt schon beispiellos gut gemacht. Ich mache nur kurz einen Double-Check, ob das hier ist, wo ich herkam. Aber ich glaube schon. Ups. Das ist eine andere Höhle, oder? Weil da kam ich... Was bist du denn? Deine Beziehung zu Sun Qian hat sich vertieft. Eid Level 2. Wo bin ich hier? Rang 3 Leder. Gab es eigentlich auch nicht eine... Ich wollte mal kurz gucken, ob ich die Einstellung... Da gab es doch irgendwo diese Motion, den Motion Blur. Anzeigemodus, Modus... Ach so, zweite Seite. Faustling, warum habe ich den eigentlich nicht aktiviert? Bewegungsunschärfe. Habe ich schon. Ey, also jetzt bin ich gerade wieder komplett irritiert, wo ich lang gehen soll. Was ist mit diesem ganzen... Ich habe das Gefühl, hier hinten geht es dann weiter. Ich glaube, da drüben war die Höhle. Oh. Oder vielleicht war sie hier. Nee, da bin ich vorhin rausgekommen. Naja. Suchen wir uns erstmal hier ein bisschen den Weg. Ja, aber ich werde tatsächlich ganz kurz einen Cut setzen. Und so wie ich das beobachte, ist die Einstellung tatsächlich nicht die richtige. Bin gleich wieder da. Sorry hierfür. Tatsächlich ist das das erste Mal, dass mich ein Spiel... Wow. Das erste Mal, dass mich ein Spiel technisch so herausfordert bei der Aufnahme und beim Streaming, wie das jetzt hier. Muss ich mir einen neuen Gaming-PC kaufen? Hope not. Wobei, es wird mal wieder Zeit. Ich meine, es ist, glaube ich, auch zweieinhalb Jahre alt. Ringknaufsäbel. Ja, ich mach schon gut Schaden damit. Zwei neue Armbrüste gefunden. Auch neue Helme. Rüstungsteile. Aber die sind unaufgelevelt natürlich schwächer als meine bisherigen. Also sollten jetzt dann die nächste Zeit diverse Schnitte passieren.
Ich werde sie ab sofort nicht mehr kommentieren. Dann wisst ihr, da ist dann wieder irgendwie was abgestürzt. Oh, Kätzchen. Oh! Nicht umdrehen. Nicht die Katze auch noch. Komm zurück. Ah, was ist das denn? Oh je. Das ist ganz schön harter Tobak hier mit diesen ganzen Elite-Gegnern. Ich dachte, dass da oben solche Scherzkekse rumlungern. Was bist du? Kommst du rüber? Yo! Finde ich nett, dass du das machst. Oh, Kitty Cat. Drop Attack? Reicht das? komm hierher. Also mein Kollege taugt nix. Mal alles selber machen hier. Hast du es jetzt? Meine Güte. Aber das Lustige ist, ich schiebe es jetzt echt auch zu großen Teilen wirklich auf das Spiel und die technische Umsetzung, weil unter Garantie verwendet Team Ninja hier die Engine aus Nioh 1 und 2. Und damit hatte ich nie Probleme. Nie. Nicht mal im Ansatz. So heftige Probleme. Weder beim generell Spielen noch... Oh je, oh je. Noch überhaupt beim Aufzeichnen von Videos und dergleichen. Oh. Also da wiederhole ich nur meine dringende Forderung. Patch das Spiel auf dem PC. Weil es macht so Spaß. Es ist wirklich gut geworden, das Spiel. Mir gefällt es wegen dem Kampfsystem vor allen Dingen deutlich besser als Nioh. Dass es, lebst du? Dass es nicht so dieses Loot-Overkill ist bisher, gefällt mir auch wahnsinnig gut. Aber schaut euch das mal an, diese Ruckler. ich habe es mir jetzt tatsächlich auch auf der PlayStation 5 nochmal gekauft. Ja, ich habe jetzt tatsächlich dann insgesamt zweimal 70 Euro ausgegeben für das Spiel. Ich habe in der letzten Episode ja noch drüber philosophiert, ob ich es tun soll oder nicht. Aber mir gefällt es halt echt gut. Und
Sache ist jetzt, ob ich vielleicht auf der Konsole das nachziehen soll, damit ich damit dann aufzeichne. Wäre auch eine Option. Boah. So viele Möglichkeiten. Das ist Wahnsinn. Das wird ein unglaublich verschachtelter Level. Das war's mit meinen Heilmethoden. Da unten ist 8, da ist aber ein fetter Checkpoint, glaube ich. Ah, da. Da unten ist noch eine Katze. Und so ein Magier. Da kommt man aufs Dach drauf. Ey, Wahnsinn. Commandant Zhao and I are alike in that we've remained loyal to the Imperial Court while lamenting what it's become. In fact, runterklettern? Ich dachte, es hätte vielleicht eine Abkürzung sein können oder so. His strategic nous and ability to bring out the best of his subordinates are next to none. It would be a terrifying prospect to have to face him as an opposing general. Take care with each step, or it may be your last. Okay. Tasse der Herzlichkeit, das ist auch neu. Was haben wir denn da? Brockenwahres Key. 1000, okay. Frostfeste Erde gegen Frostschutz oder Frostschaden. 5 Mineralienpulver. Psychotrope Substanz, die aus 5 Arten von Mineralien hergestellt wird, verhindert nach Benutzung, dass dein Moralrang nach einem Tod sinkt. Der Topf ist allerdings offenkundig eher ein Accessoire, ne? Nö. Weil bei den Consumables war es jetzt nicht dabei. Es ist schon wieder ein Questgegenstand vermutlich, ja. Ich weiß, es ist so... Yo, was ist mit dir los? Ist aber auch bei dem Geruckel ein bisschen schwer. Das sind ja meine neuen Nemesis-Gegner hier mit den Doppelklingen. Wahnsinn. Gut, jetzt wo ist die Katze? Da. Kann man sich an sie ranschleichen? Kann man sowas backstabben? Yo! Da haben wir die Hälfte der Leben runter. Diese brutalen X-Fach-Kombos in diesem Spiel. Da, hey. Wie die Giraffe aus Sekiro, ey. Auszeichnungen. Okay, zwar hier noch eine Truhe und auf der anderen Seite ein Item. Schuhe des Streiters der gelben Turbane.
Und hier war das Item. So, jetzt oben rum oder was? Was passiert, wenn ich die Tür öffne? Ich will aber noch auf die Dächer drauf. Hier waren noch lauter Leitern nach oben. Hier. Aha. Komme ich da noch hoch? Nein? Aber ich komme hier rein. Oh Gott! Hier ist auch noch eine Höhle. Spiel, was machst du mit mir? Wo ist das denn jetzt? Ich sehe da hinten noch eine rote Standarte. Aber hier war ich vorhin nicht, oder? Ist das der Anfang? Weil ich komme hier nicht mehr zurück, das ist der Witz. Wenn ich hier mal runterspringe, dann war's das. Na gut. Kommt es? Aber... Der war nicht schlecht, junger Mann. Aber auch nicht gut genug. Verzögert halt eine halbe Stunde, bis er seinen Angriff macht. Es war jetzt gerade grenzwertig knapp. Okay. Nee, das ist auch neu. Riesenlevel. Riesenlevel. Aha. Ups. Halt, was ist hier drin? Oh. Na gut. Nochmal da hoch. Schön leise. Armschiene des Banditen. Diese Drop-Attacks sind auch wunderbar befriedigend. Es war klar, dass es ein Köder war. Und ich fall drauf rein. Sonst gibt es hier nichts mehr hier oben, oder? Außer das, der Drop von dem Gegner. Armbrustbolzen und Pfeile, jawohl. Oh, vielleicht da oben. Ja. Beinschienendeck. Oh. Oh. Also ich habe jetzt tatsächlich bei dem Spiel, was OBS angeht, die Wahl. Generell dieses Standard-Dauerruckeln hier, dann lasse ich quasi das Rendering über meinen PC, über meinen Prozessor laufen. Oder die Gefahr, dass das Spiel komplett bei manchen Stellen am Rad dreht und potenziell sogar OBS zum Abstürzen bringt. Aber ich habe es generell ein bisschen flüssiger. Das ist jetzt gerade, ich habe es jetzt mal einfach mal 13 Minuten lang so laufen lassen mit dem Prozessor. Ich finde das allerdings echt nicht sonderlich befriedigend, weil ich nämlich auch nicht flüssig spielen kann. Es geht nicht nur um die Aufzeichnung, sondern generell zieht es meinen Computer ziemlich runter. Ich mache jetzt nochmal einen Schnitt und gehe nochmal auf die Grafikkarte zurück. Das wird jetzt hier in dieser Episode ein kleines bisschen ein Experiment hin und her.
ob und wie ich quasi mit Wulong weiter verfahre in dieser Videoreihe, damit das einfach auch schön zu spielen und vor allen Dingen noch viel wichtiger schön anzusehen ist für euch, ne? Also Schnitt. Gut, da gucken wir mal, was bei dieser roten Standarte hier auf der anderen Seite der Mauer wartet. Die werden offenkundig gebufft. Von einem Zauberer vielleicht? Fragezeichen. Mal gucken. Der auf jeden Fall nicht. Wie schnell die stellenweise reagieren. So ein kleines Fußvolk, die echt schneller und besser sind als ich. Du bist der. Ja, okay. Komm mal her. Get wrecked. So wie es natürlich auch, wenn es über die Grafikkarte läuft, hier ein bisschen flüssiger spielbar ist, geht das natürlich auch. Oh, da hinten ist noch einer. Gott sei Dank habe ich den Boss hier rausgelotst. Puh, okay. Boah, der Magier ist da drin, oder? Ich höre ihn nämlich irgendwo rumzaubern. Nein? Da oben? Wie komme ich zu euch nach da oben? Oh. Wow. Der hat was ausgehalten. Ah, hier wahrscheinlich. Über die Mauer. Yo. Anspruchsvoller Bereich. Tatsächlich. Den muss man clever angehen. Von der Reihenfolge her. Okay. Nur noch mal ein Double-Check gemacht. Ja, ich muss ein weiteres Mal, das muss ich jetzt schon zum dritten Mal machen, ein Lob für das Leveldesign aussprechen. Es wirkt alles sehr, sehr stimmig und vor allen Dingen entdeckerfreudig. Tendenziell vielleicht ein bisschen überfordernd, ne? So viele Möglichkeiten überall. Man hat echt das Gefühl, ah, wo gehe ich jetzt am besten lang, dass ich nichts verpasse? Ist das der richtige Weg? Oder, Aber es ist schön, dass es halt überall etwas zu entdecken gibt und zu machen gibt und Herausforderungen warten. Ich habe nur komplett die Orientierung verloren. Ich habe echt kein Schimmer mehr. Jetzt habe ich wieder einen Schimmer. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Oh, drei Magier. Zurückweichende Gegner. Ich hasse sie. Wenn sie mich ins Leere schlagen lassen, die Mistbiester. Die Maske des Hexers, Rang 4. Entgiftungstrockenfleisch. Are we Elden Ring now? Ich wollte mal kurz nach den Waffen gucken, die ich da eingesammelt habe. Eisenschwert, Doppelschwerter, Äxte. Oi, oi. Wieder jede Menge Waffen gefunden. Aber alle nicht nützlich für mich. Ebenso wie... Wobei, ja. Die eine Rüstung ist jetzt ein bisschen besser. Nee. Nee.
nur einen Wert davon. Armbänder des Hexers. Oh, so fast nicht zu sehen. Schuhe des Banditen. Doggos! Schön wäre, dass man auch Pfeile parieren kann. Wie cool, bitte. Okay. Wohin als nächstes? Wie kam ich denn hierher? Ach so, stimmt. Ich komme ja gar nicht mehr zurück, ne? Oh, wow! Oder vielleicht. Mal sehen. Hier? Nee, nie und nimmer. Da hoch komme ich nicht, ne? Nee, und auch nicht über den Sprung. Ja, dann muss ich jetzt wieder quasi... Das war ein bisschen unvorsichtig, zugegeben. Ja, aber dann habe ich jetzt wenigstens noch das Haus hier entdeckt. Hä? Noch ein Bereich, den ich nicht kannte. Wahnsinn, dieses Spiel, ey. Ah, jetzt war... Das sind wie die Eisigel aus Dark Souls 2 im DLC. Und die explodieren auch noch, wenn sie sterben. Cool. Die Grafikkarte jetzt wieder zu schaffen. So. Das müsste jetzt eigentlich alles gewesen sein hier, oder? Aber pff. Das denkt man sich ja ständig bei dem Spiel. Aber wenn ich so zurückschaue, von hier oben,
Ja. Ich glaube, wir können... Hey! Vorwärts! Du da hinten. So. Resetten. Stufenaufstiege. Boah, geil. Das gibt ja echt... 3 Stufenaufstiege hatte ich. Und einen Zauberpunkt. Aber ich glaube, dass ich da jetzt langsam... Da brauche ich dann auch 15, 12, 8 das dornige Leiter. Lässt dort, wo du stehst, Äste wachsen. Bei erneuter Aktivierung, während die Äste vorhanden sind, wird ein Blitz herbeigerufen. Ugh. Positiven Effekt, der bei Willensgewinn... Aha. Oh, ich habe bisher nie diese Zauberei eingesetzt. Vielleicht wird es jetzt nötig. Machen wir doch mal. Ich hab den Magier gesehen, ich weiß. Den hol ich mir jetzt als nächstes. Schwierige Szene hier. Ist der Zauber schon wieder weg? Nochmal. Probieren wir es nochmal. Ah, es geht! Da kriegt man schon ordentlich Leben zurück. Kann man nicht meckern. Ich glaube, vor allem bei einem Bosskampf kann es den Unterschied machen. Alter, wie viel. Von diesen Burschen. Komme ich an dir vorbei? Yes. Ja. Komplett alle Timings verpasst. Wie ich schon mal erwähnt habe, diese brutalen Kombos. Tiefe Strafen, so übel. Oh, sehr prominent. Drachenadernkristall. Erhöht die Anwendungen des Drachenheilungstopfs. Ist mir das Mikrofon irgendwann mal runtergefallen und ich habe es nicht gemerkt. Was läuft denn heute eigentlich alles schief? Es tut mir so leid. Da noch eine Tür.
Elixier. Hey, warum schlägst du hier alles kaputt? Ich weiß, da könnten manchmal Items dahinter liegen, aber... Oh, jede Menge Leder. So, aber das mit der Tür macht mich irre. Wie ist der da hochgekommen? Vielleicht hier? Da bin ich das letzte Mal schon hingelaufen, ne? Aber da komme ich jetzt bestimmt hier rüber. Runtergerutscht. Nochmal. Nein, das müssen wir nochmal ausprobieren. Von der anderen Seite? Nein. Invasion. Hatte ich das nicht deaktiviert? Oder gehört das zum Spiel? Das gehört, glaube ich, zum Spiel. Nein, schon wieder mit den... Ja, Leute, ich bin echt ein bisschen ratlos. Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Tipp. Ja, außer kauft ihr einen neuen PC. Ja, das... Aber wie gesagt, ich habe nur mit Wulong diese Art von Problem. Mit keinem anderen bis jetzt. Toi, toi, toi. Das ist natürlich echt nicht schön. Weder für mich noch für euch. Bitte entschuldigt das, dass das hier echt nicht so gut läuft. Gut. Das sieht sehr prominent aus da oben. Zu dir komme ich gleich. Alles klar. Dann, da der... Oh. Eine Standarte habe ich noch irgendwo... Ey. Oh. Eine Standarte habe ich noch irgendwo übersehen. Da oben ist eine rote. Ah, da kommt von oben runter, ne? Ich habe keine Heilmethoden mehr. Super Sache. Komme ich hier runter, ohne mich zu verletzen? Oh, danke. Hier waren wir gerade. Da war der Zauberer. Jetzt gehen wir hier noch auf die linke Seite. Und dann gucken wir mal, ob wir uns an den Burschen ranschleichen können, der da so patrouilliert. Habe ihn doch gerade gesehen. Hä? Da ist er. Ist aber auch noch ein Zombie.
Oh Gott! Get wrecked durch meine Gottheit. Aber warum? Wenn nicht jetzt, wann dann? Also das war jetzt gerade ein nützlicher Zeitpunkt. Tatsächlich. Gut aufgespart. Gut. Ein guter Moment, um im Grunde hier einen schönen Cliffhanger zu setzen, die Episode abzuschließen. Könnte sein, dass hinter diesem Tor gleich der große Boss wartet. Das ist dann aber auch okay, weil wir werden dann in der nächsten Episode hier in diesem Level weitermachen und dann auch noch die Nebenmission angehen, die frisch dazugekommen ist. Ich will alles mitnehmen, was das Spiel zu bieten hat und auch um zu gucken, ob die Nebenmissionen ähnlich kreativ sind wie in Nioh. Das werden wir dann sehen in der nächsten Episode. Ich möchte mich nochmals für die technischen Querelen hier in dieser Videoreihe entschuldigen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie in den Griff, damit wir das weitermachen können. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen von euch freuen. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye. Und macht's gut.